So, wir haben es jetzt 16 Uhr und 3 Minuten am 16. Februar 2014. Selbe Stelle wie heute Morgen. Und wenn man sieht, da kann man einmal zu sehen die Strömung, die von oben, von links nach rechts geht. Und zum anderen kann man auch die Wellenbewegung sehen. Ja, im Gegensatz dazu, das Lichtschattenbeamer funktioniert, dass Gegenstimmung verläuft. Also zum einen die Strömungsrichtung, warum auch immer, wenn ein Gegenstand drinnen schwimmt, und zum anderen die Wellenbewegung auf der Oberfläche, die entgegen der Strömung verläuft. Weihnachten rum 2013 war es noch viel interessanter. Da ging so gut wie kein Wind, aber wir hatten hier Wellenkämme von knapp 5 cm, richtig schön gleichmäßig, die gegen den Strom in die verliehen, ja, so wie jetzt. Nur ich die Kamera parat hatte und aktiviert hatte, ging natürlich die Höhe der Wellenkämme nach unten, warum auch immer. Und es hielt sich dann in Grenzen, bis es ganz aufhörte. Aber Fakt ist, wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, das ist so nach dem Motto, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, kann man das schön verfolgen, schön sehen. So wie jetzt, jetzt wird es ruhiger auf der Wasseroberfläche. Ja. Das heißt, der Impuls hört auf. Da rührt sich dann fast nichts mehr. Da wird dann still. Und dann kommen wieder Zeiten, wie gesagt, es geht so gut wie kein Wind, eigentlich gar keiner. Bilden sich plötzlich diese Wellenkämme im gleichmäßigen Abstand und fließen gegen die Strömung. So viel mal in Sachen Naturbeobachtung. Das ist die billigste Variante, die jeder von euch machen kann. Also nebenbei, wenn man spazieren geht und Wasser in der Nähe hat, wie ich halt hier. Das kostet nichts, außer ein Spaziergang. Das soll gut tun und müde Männer munter machen. Dann kann man dann sowas, wenn man Augenmerk drauf wirft, selbst beobachten. Unter Umständen.
ich die Kamera jetzt hier unter der Mütze halten, Schirmmütze, weil es hier regnet. Immer wieder Sprühregen. Wenn man sich die Wellen anschaut, genau wie heute Morgen, fast exakt auf der gleichen Höhe, also gleicher geografischer Punkt. Und wenn man genau hinschaut, kann man sehen, dass die Wellen sich nicht wie Wellen bewegen, sondern verlängs, von rechts nach links, der Länge nach bewegen die sich. Guck mal, ob ich es hinkriege irgendwie, zum Beispiel da unten. Wenn man zuschaut, kann man sehen, was ich gerade gesagt habe. Die Luftgeschwindigkeit ist ziemlich langsam da oben, da herrscht nicht allzu viel Wind, gemäßigt. Wenn man näher ranzoomt, kann man es besser sehen. Also die flitzen nicht entlang, die ziehen richtig schön gemächlich ihre Bahn, weil sie halt von der anderen Richtung her, also wellenwärts, ja, kann man sagen fast, im Strömungsschluss gehindert werden. Jetzt hat es aufgehört zu regnen, Mütze ab. Ja, richtig schönes gleichmäßiges Feld. Und das, wie gesagt, komplett den ganzen Tag. Ich kann nur nicht immer aufnehmen. Und die Abstände sind immer die gleichen. Circa. Ja, wenn die jetzt nimmt. Und drüben ist der Ort. Dann geht man hier rüber auf die nächste Welle, das ist dann die hier. Das steht im Mittelpunkt von den zwei Wellen. Hier steht ungefähr einen Kilometer, anderthalb Kilometer entfernt von der schwarzen Welle. Und wenn man hier rüber geht, sind nochmal knapp drei. Also wie gesagt, fast gleicher Abstand von ungefähr 4 Kilometern. Und das ist halt die Frequenz 4,1 Kilometer oder 125 Kilohertz vom RFID. Der RFID-Chip, wie es im Volksmund immer da heißt. Hier mal komplett rum. Mal noch Fotos davon. Ist gerade schön trocken. Wie gesagt, kommt immer wieder Huschen. Von Sprühregentröpfchen, was nicht wirklich Regen ist. Ist zwar Wasseranteil enthalten, aber überwiegend Chemie. Chemie, Nanopartikel, Polymer auf jeden Fall, Titanat des Grünen. Zur Vorbereitung ist es ja so ungewöhnlich warm werden sollte. Natürlich einen Tag vorher richtig schön Calciumchlorid ausgebracht. Calcium dazu Schlammkalk oder Kalkmilch. Das fungiert ähnlich wie Brandkalk, Löschkalk, kennt jeder vom Bau. Wenn man das mit Wasser in Verbindung bringt, produziert eine richtig schöne Hitze. Ja, so macht man halt die ungewöhnliche Wärmetemperatur den ganzen Winter hinweg, sage ich mal. Ja, wenn es dann wieder kälter werden soll, verschwindet plötzlich das Calciumchlorid und der Schlammkalk. Man findet es weniger in den Spuren und die Temperaturen sinken. Das mal als Beispiel. Euch noch einen schönen Abend. Machen wir noch Fotos.